Sie sind hier, 4. November 2018, 16.48 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Pernille Harder erzielte den Siegtreffer für den VfL Wolfsburg. Urheberrecht Getty Images. Die Damen des VfL Wolfsburg bleiben in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Gegen den MSV Duisburg gibt es jedoch das erste Gegentor der Saison. Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat in der Frauenfußball-Bundesliga mit Mühe seine weiße Weste gewahrt. Der Double-Gewinner setzte sich am 8. Spieltag 2:1, 0:0 beim MSV Duisburg durch, musste beim 8. Sieg aber immerhin den ersten Gegentreffer der Saison hinnehmen. Da Vizemeister Bayern München gegen den SC Sand anschließend nur zu einem 1:1, 1:0 kam, liegt Wolfsburg nun bereits 7 Punkte vor dem ersten Verfolger. Nölle Maritz, 62. und Pernille Harder, 70. trafen für den VfL, Michaele Moore, 67. hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. In München egalisierte Nina Bürger, 71. die Bayern-Führung durch Mandy Islacker, 38. Tabelle der Frauen-Bundesliga, den zweiten Sieg nacheinander verbuchte Ex-Meister 1. FFC Frankfurt durch ein turbulentes 4:3, 1:2 beim SC Freiburg und zog nach Punkten 10 mit den Gastgeberinnen gleich. Beim 7:0, 3:0 Kantersieg von Turbine Potsdam, 16, bei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach erzielte Nationalstürmerin Lena Petermann, 47., 73., 81. einen Hattrick. Die Ergebnisse in der Übersicht: mit Aufsteiger Bayer Leverkusen verlor bereits am Samstag 0:3, 0:1 gegen die TSG Hoffenheim. Die SGS Essen musste sich beim Tabellenvorletzten Werder Bremen mit einem 1:1, 1:1 begnügen. Von Sportinformationsdienst.